Ja, so viel zu den Panzern und den Hintergründen. Darüber und über diese ausstehende Entscheidung wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit Militärexperte und General AD Wolfgang Richter. Hallo, Herr Richter, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo Frau Reichelt, Oberst AD, darf ich vielleicht nur kurz ergänzen? Entschuldigung, das ist natürlich absolut korrekt. Wenn ihr Danke für die Beförderung. Fragen habt an Herrn Richter oder eure Meinung zum Thema teilen wollt, dann schreibt uns die gerne hier in den Chat bei YouTube oder schickt uns eine Mail an zdfheute-live@zdf.de. Herr Richter, Sie haben ja eben auch die Statements verfolgt. Wie schätzen Sie denn diese Statements ein? Ja, zunächst einmal waren beide Statements geprägt von von dem gemeinsamen Willen der Unterstützung der Ukraine, auch der langfristigen weiteren Unterstützung der Ukraine. Das lässt natürlich offen, was man im Einzelnen dann braucht. Das wird davon abhängen, wie man die Ressourcen beider Seiten der Ukraine und der Russen vergleicht. Denn es muss ja darum gehen, am Ende die ukrainische Armee zu befähigen, also ihre Souveränität zu verteidigen und ihre Unabhängigkeit zu wahren. Gleichzeitig sind aber beide Staaten durchaus sich bewusst, dass es auch Eskalationsrisiken gibt, und deswegen wird das alles sehr sorgfältig abgewogen, was man eben liefern muss und wo man sich abstützen muss. Für Deutschland kommt es vor allen Dingen darauf an, keine Alleingänge zu machen. Das ist sehr bekannt, eine alte Linie von Bundeskanzler Scholz. Und das passt auch in die Gesamtlinie deutscher Sicherheitspolitik in den letzten Jahren. Und das bedeutet auch, dass man natürlich eine solche Lieferung abhängig machen wird, einmal von dem Bedarf in der Ukraine, zum anderen aber auch von dem Mitgehen anderer Verbündete. Und da haben wir ja schon aus Großbritannien und auch aus Polen und Finnland einige Statements gehört, die in diese Richtung gehen. Aber das muss jetzt noch einmal genau überprüft werden. Jedenfalls können wir festhalten, es gibt kein Tabu, Kampfpanzer zu liefern, sondern es gibt ein Tabu, keine nationalen Alleingänge durchzuführen. Und dann muss man das Ganze in den strategischen Kontext einordnen. Es geht um die Wirksamkeit. Zunächst mal auf dem Boden der Tatsachen, also in einem Gefecht verbundener Waffen. Dann aber auch, wenn ich sage strategischer Kontext, meine ich die gesamte Frontbreite. Und dann sieht das eben doch ein bisschen anders aus, wenn man also Kompaniestärken von Kampfpanzern, über die man jetzt redet, vergleicht mit den Ressourcen, die man eigentlich braucht. Und letztlich muss Deutschland natürlich prüfen, was ist verfügbar. Was kann man etwas aus dem aktiven Bundeswehrbestand nehmen? Eher nicht, denn wir stehen in einem Konkurrenzverhältnis. Wir haben NATO-Verpflichtungen zu erfüllen, und zwar sehr schnell. Und dann bleiben also Industriebestände, die allerdings auch noch etwas aufgemotzt werden müssen, verbessert werden müssen, sodass dass man sie liefern kann. Hier kommt dann der Zeitfaktor ins Spiel. Also alles das wird zu überprüfen sein, natürlich auch Logistik und Ausbildung. Und bevor diese Dinge nicht feststehen, wird man auch keine schnelle Entscheidung treffen. Aber ich glaube, generell ist die Weichenstellung, geht schon in die Richtung, der russischen Seite zu signalisieren, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, was immer es braucht, um sicherzustellen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Sie haben ja auch gerade davon gesprochen, wie wichtig es ist, da keine schnell national Alleingänge vorzunehmen. Jetzt wirkt es ja aber in den letzten Wochen oder Monaten so, als ob eigentlich im Europäischen Verbund Deutschland so ein bisschen den Alleingang macht mit diesem Zögern, oder? Also den Eindruck habe ich eigentlich bisher nicht, denn es ist ja alles im Verbund besprochen worden, was die einzelnen Staaten liefern. Dafür gibt es ja auch diese Abstimmung in der Rammstein-Gruppe, aber es gibt darüber hinaus eine Abstimmung in einem kleineren Kreis, dem Quad-Kreis, also den engsten Verbündeten USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Und hier wird schon genau besprochen, was man liefern sollte und was nicht. Und die Zögerlichkeit, die man Bundeskanzler Scholz oft unterstellt, gibt es natürlich aus gutem Grunde, denn selbstverständlich muss der Bundeskanzler darauf aufpassen, dass die Eskalationsrisiken in Zaum gehalten werden und dass wir die Situation nicht noch weiter verschlimmern. Und insgesamt muss man ja auf die europäische Sicherheit achten, auf die Sicherheit der NATO als Ganzes. Da steht der Scholz überhaupt nicht alleine, denn bisher hat ja niemand geliefert. Westliche Kampfpanzer, durchaus östliche, ja. Auch die Amerikaner waren bisher sehr zögerlich bei bestimmten Waffensystemen. Ich denke hier an die Langstrecken oder längere Reichweite der HIMARS-Raketen, die man denen nicht geliefert hat, eben weil man auch Sorgen hatte vor der Eskalation. Und selbst bei denen kürzerer Reichweite, also der Unterschied besteht bei etwa 380 Kilometern,
bei der längeren Reichweite und 70 bis 80 Kilometer bei der kürzeren Reichweite. Und selbst dabei hat sich Biden versprechen lassen von den Ukrainern, dass sie nicht über die russischen Grenzen schießen. Also damit will ich nur sagen, die Bedenken sind überall da. Man muss das natürlich, man kann solche Risiken nicht vom Tisch wischen. Sie müssen gut überlegt werden. Und dann kommt man zu einer Schlussfolgerung. Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, und davor warne ich ein bisschen, dass man den Kampfpanzer jetzt nicht als Wunderwaffe sieht, der den Krieg verändert. Er kann örtlich natürlich erhebliche Gewinne für die Kampfkraft der Ukrainer schon bedeuten im Verhältnis zu dem älteren Modell T-72, einem sowjetischen Modell. Aber wie das ja auch anklang in Ihrer Einspielung, der Kampfpanzer führt den Krieg nicht alleine. Die Duellsituation ist die Ausnahme in einem Krieg, sondern es gibt ein Gefecht verbundener Waffen. Und im Gefecht verbundener Waffen spielen Kampfpanzer, Schützenpanzer mit Infanterie und vor allen Dingen auch die Artillerie, die Aufklärung vorweg, die Pioniere, alle die spielen eine Rolle. Und derjenige, der das versteht, das Gefecht verbundener Waffen, wie wir sagen, besser zu führen, der wird sich dann auch durchsetzen. Aber wenn wir vom Gefecht verbundener Waffen reden, dann müssen wir hier von Frontbreiten reden, die also Bataillonsgrößen bis Brigade, maximal Divisionsgrößen umfassen. Ein Bataillon kann 6 bis 8 Kilometer Frontbreite halten. Das hängt immer sehr von der Lage ab. Und dann muss man das vergleichen mit der Frontbreite von 1200 Kilometern, die man insgesamt in der Ukraine hat. Und dann relativiert sich das Bild ein bisschen, wenn wir über Kompaniestärken von Kampfpanzern reden. Aber gleichwohl, das Signal ist klar, das politische Signal. Deutschland und die USA und die anderen Verbündeten werden die Ukraine weiter unterstützen. Und wenn es eben nötig ist, dann eben auch mit der Lieferung von Kampfpanzern. Aber das muss man dann langfristig sehen, denn selbstverständlich müssen Verluste ausgeglichen werden, die die Ukraine erleiden. Ja, zum Verhalten von Olaf Scholz haben wir hier auch eine Stimme aus dem Chat. Da sagt Dirk Forstner auf YouTube erstmal zu Herrn Pistorius: Es ist schade, dass Herr Pistorius wie auch unsere Bundesregierung keine Einarbeitungszeit hatten. Ich finde das Verhalten von Olaf Scholz bezüglich der Panzer sehr besonnen. Und vielleicht daran auch eine Anschlussfrage, die Sie vielleicht schon so ein bisschen angerissen haben in Ihrer Antwort. Die NATO-Staaten sind sich in ihrem Verbund ja gegenseitig zum Beistand verpflichtet. Da ist es ja wahrscheinlich tatsächlich auch erforderlich, dass Waffenlieferungen sehr genau abgestimmt werden, oder? Ja, absolut. Man muss diese Waffenlieferungen selbstverständlich abstimmen, denn ich sagte ja schon, es gibt ja auch gemeinsame NATO-Verpflichtungen. Wir haben uns nicht nur in unserer Strategie, sondern auch in der gesagten Aufstellung der Streitkräftebeiträge ja verpflichtet, bestimmte Dinge zu tun. Dazu gehört für Deutschland insbesondere die Stärkung der Ostflanke, einmal durch unsere Präsenz in Litauen und die Verstärkung dieser Präsenz durch eine Brigade, die dann vorgesehen ist, notfalls also die Kampfgruppengröße auf eine Brigadegröße zu erweitern. Zweitens durch eine schnelle Eingreifreserve. Und hier geht es um die sogenannte Speerspitze, die GTF, die Deutschland dieses Jahr führt. Und auch diese Verpflichtung muss selbstverständlich eingehalten werden. In kürzester Zeit müssen Kräfte in der Lage sein, die Ostflanke zu verstärken. Und insgesamt, und das ist ja das große Thema, das den Verteidigungsminister jetzt beschäftigen wird, geht es ja darum, die Bundeswehr umzugestalten, umzustrukturieren auf die Bedürfnisse der Landes- und Bündnisverteidigung. Und nicht mehr auf nur sich zu konzentrieren auf Einsätze im Ausland, die eher leichte Einsätze waren, Stabilisierungseinsätze mit leichten Kräften. Das ist jetzt anders. Und das heißt, wir müssen in kurzer Zeit mit voll ausgestatteten, schweren Verbänden in der Lage sein, hochintensive Gefechte zu führen, so wie das in der Ukraine derzeit sichtbar ist. Und diese Aufgabe wird uns langfristig beschäftigen. Und deswegen stehen alle Unterstützungsleistungen für die Ukraine eben auch in einem Konkurrenzverhältnis zu den nötigen Materialausstattungen, die die Bundeswehr ja selber braucht. Und deswegen wird man immer genau abwägen, können wir das aus dem aktiven Bestand nehmen oder, ich glaube eher nicht, oder müssen wir auf Industriebestände zurückgreifen und die entsprechend aufpolieren. Ja, und zu diesen Beständen oder zum Zustand dieses Materials haben wir eine Frage auf YouTube von Atomic Tom, der fragt: Warum werden die vor einigen Monaten erwähnten Leopard 1 Panzer nicht mehr in Erwägung gezogen? Reicht die Panzerung nicht oder ist der Zustand einfach nicht gut genug? Nun, die Leopard 1 Panzer sind ja schon lange nicht mehr im Bestand der Bundeswehr. Sie sind ausgemustert. Sie stehen teilweise noch in Lagern oder bei der Industrie.
Manchmal ist es so, dass solche Kampfpanzer dann vorgesehen werden, schlichtweg zur Verschrottung. Andererseits könnten sie wieder aufpoliert werden für den Export. So war das in der Vergangenheit. Ich glaube, dass die älteren Leopard 1-Panzer, die ja nun Ende der 60er Jahre konzipiert worden waren, jetzt für diesen Kampf nicht die erste Wahl sein werden, sondern dass es eher darum geht, Leopard 2-Panzer, vielleicht nicht die letzten Modelle, die modernsten Modelle, aber doch A4, A5 eventuell so vorzubereiten, dass sie in den Einsatz gehen können. Das wird aber eine ganze Weile dauern. Ich sprach ja schon vom Konkurrenzverhältnis zur Bundeswehr und den Bedürfnissen der Bundeswehr selbst. Das heißt, die Industrie wird wohl beauftragt werden müssen, diese Dinge vorzubereiten, die Kampfpanzer etwas zu steigern in ihrem Kampfwert. Und erst dann wird man über konkrete Lieferungen reden. Und dann geht es natürlich auch um die Zahl. Die Frage ist also, wie viel stehen dann überhaupt zur Verfügung? Ja, so viel zu den Leopard 1-Panzern. Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Panzer aus den USA liefern. Da geht es ja immer wieder um die Abrams-Panzer, die die USA aber eigentlich nicht liefern will. Woran liegt das? Ja, zunächst einmal ist das ein sehr schwerer Panzer. Er ist durchaus in vielen Dingen vergleichbar mit dem Leopard 2 Panzer in seinen moderneren Versionen. Auch dort gibt es ja unterschiedliche Versionen von Abrams. Er hat vielleicht zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Erstens, dadurch, dass er eben sehr schwer ist, also deutlich über den 60 Tonnen liegt, hat er dann Probleme, über bestimmte Brücken in Europa zu fahren. Das ist das eine. Das andere ist, er fährt mit Kerosin. Das ist nicht das, was man als Massentreibstoff in Europa sofort verfügbar hat. Natürlich kann man das abzweigen. Logistik steht sowieso in der Ukraine vor einer immensen Herausforderung. Eigentlich ist das ja diese Vielzahl unterschiedlicher Waffensysteme, Ersatzteile, Munitionsarten und jetzt dann eben auch Betriebsstoffarten. Das ist für einen Logistiker eigentlich ein Albtraum, aber es muss bewältigt werden. Es geht nicht anders. Zu viele Nationen liefern sozusagen verschiedene Modelle und das immer nur in kleinen Mengen. Und das ist die Herausforderung an den Logistiker. Insofern glaube ich, dass man sicherlich Argumente finden kann, warum der Abrams jetzt nicht die erste Wahl gewesen wäre, aber überschreitend gegenüber all diesen technischen Argumenten sind die politischen. Es ist selbstverständlich klar, dass Deutschland nicht allein im Alleingang etwas tut. Deswegen wird es immer aus deutscher Sicht wichtig sein, dass der Hauptverbündete, die USA, mit an Bord sind. Es hilft ja nichts, wenn beispielsweise eine Flotte von Leopardpanzern dort erscheint in der Ukraine, die dann nach wie vor ja letztlich ein deutsches System darstellen. Und dieses deutsche System wird ja auch durch Deutschland genehmigt werden müssen, selbst wenn es andere Armeen im Einsatz oder im Bestand haben. Deswegen kommt es darauf an, dass zumindest Briten, Franzosen und Amerikaner mit an Bord sind. Ja, zwischendurch hat unser Bild mal ein bisschen gehakt, Herr Richter, aber ich habe Sie auf jeden Ja, Fall gut. wunderbar verstanden. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf Russland gucken. Jetzt gab es ja die Meldung, dass laut britischem Geheimdienst Russland den kleinen Einsatz, oder den Einsatz einer kleinen Zahl dieses neuen T-14-Kampfpanzers in der Ukraine plant. Es soll wohl aber so sein, dass es bei dieser Entwicklung Probleme gab und der Einsatz eigentlich unsicher sei. Deswegen denkt man, dass es hier vor allem um Propaganda geht. Können Sie uns was zum Einsatz dieser neuen T-14-Kampfpanzer in der Ukraine sagen? Ja, zunächst mal fällt natürlich auf, dass bisher die Russen diesen neuen Armata-Panzer gar nicht eingesetzt haben, dass er bei Paraden zu sehen war, dass das sicherlich die modernste Ausführung russischer Panzer ist, steht außer Frage. Aber wie das bei ganz hochmodernen Systemen der Fall eben ist, es gibt dann immer Kinderkrankheiten, die erst nach langer Erprobung ausgemerzt werden können. Wir haben ja selber ein Beispiel gehabt kürzlich, nämlich unseren neuen Puma-Schützenpanzer. Das dauert immer eine Weile. Je moderner solche Systeme sind, umso schwieriger wird es sein, sie in kurzer Zeit einsatzbereit und zuverlässig einsatzbereit zu machen. Das Problem, denke ich, haben alle modernen Armeen und das haben natürlich auch die Russen. Sie scheuen sich wahrscheinlich auch, diese modernste Technik einzusetzen, weil sie befürchten müssen, dass irgendwo dieser Kampfpanzer in ukrainischer und damit auch in westlicher Hand fällt und damit also ihre technischen geheimhaltungsbedürftigen Leistungsangaben dann in die westliche Welt wandern. Das mag ein Kriterium sein, aber ich glaube, auch dort dürfen wir nicht davon ausgehen, dass ein einzelner Kampfpanzertyp den Krieg wendet. Der Kampfpanzer
wie ich es vorhin schon mal versucht habe zu verdeutlichen, ist die nur im Ausnahmefall in einer Duellsituation im Einsatz und in der Regel im Gefecht verbundener Waffen. Und es kommt dann darauf an, die Möglichkeiten aller Waffensysteme so aufeinander abzustimmen, dass der bestmögliche Effekt dabei erzielt wird. Nehmen Sie nur ein Beispiel: Die Kampfentfernung eines sehr modernen Leoparden kann zwischen 4 und 5 Kilometer sein bei guter Sicht. Aber die gute Sicht ist natürlich im Gefecht nicht immer da vorhanden. Es gibt durchschnittenes Gelände, es kann hügelig sein, es vor allen Dingen im bewaldeten oder Gelände oder gar im Stadtkampf entfallen natürlich alle diese Reichweitenvorteile. Und dann kommt es darauf an, die verschiedenen Truppengattungen, Waffen so einzusetzen, dass sie aufeinander abgestimmt dann den bestmöglichen Effekt erreichen. Das heißt, man muss dann diese Wunderwaffengläubigkeit ein bisschen relativieren. So ist das nicht. Und dann reden wir immer noch über das Gefecht verbundener Waffen, das heißt über die Taktik. Wir reden noch nicht über die Strategie. Wir reden nicht über den Gesamtaufwand von Kräften. Und da müsste man genau auf die Ressourcen aller Seiten gucken und sich dann ein Bild machen, wer kann denn eigentlich was noch in diesen Kampf hineinwerfen. Und da scheinen die Ressourcen bei den Russen dann doch noch umfangreich zu sein. Und auch in der Ukraine, die ja eigentlich eine panzerstarke Armee von Beginn an war, wird es so sein, dass sie immer weniger in der Lage ist, ihre Verluste selbst zu ersetzen und dass diese Last des Ersatzes dann immer mehr auf den Westen fällt, was ja auch in der Vergangenheit schon war. Der Fall war, der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius hat ja einige Systeme erwähnt, neben den Schützenpanzern auch die Patriot-Systeme, also die Raketenab- und Luftabwehrsysteme, auch Iris-T, SLS, Entschuldigung, und auch natürlich den Mehrfachraketenwerfer, den Deutschland, aber auch die USA geliefert hat. Ja, ich würde gerne noch mal kurz bei Russland bleiben. Es gab nämlich vorhin eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters, dass es aus dem Kreml ein Signal gab, dass ein Angriff im Krimgebiet mit US-Waffen als neue Eskalation des Konflikts gewertet werden würde von russischer Seite. Sehen Sie da gerade die Gefahr der Eskalation? Und das fragt auch ein User. Karl Henderson auf Facebook sagt nämlich, das wird alles eskalieren. Ich sehe keinerlei Deeskalation. Wie schätzen Sie das ein? Also zunächst einmal ist ein Punkt natürlich schon zu unterstreichen. Die Frage, was wirkt eskalatorisch, wird sich wahrscheinlich weniger an einem Waffensystem festmachen lassen, als an der Frage der Kriegsziele. Und dann kommen die Waffensysteme ins Spiel, weil nämlich die Frage dann sich stellt, ist eine Menge von solchen Waffensystemen in der Lage, die Kriegszielsetzung zu verändern? Und zu den Kriegszielen haben wir ja schon ganz unterschiedliche Auffassungen gehört. Wir haben von den Russen und den Ukrainern Ende März eine ja fast schon Kompromisslösung verhandelt gesehen oder vorverhandelt gesehen, die etwa sagte, man will den politischen Status der Krim um 15 Jahre verschieben. Man soll zwischen den Präsidenten einen Sonderstatus für den Donbass verhandeln. Das hört sich so ein bisschen nach Minsk III an. Und man verzichtet als Ukraine von der ukrainischen Seite her auf den NATO-Beitritt und einige andere Maßnahmen, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese an sich vernünftig anmutende Erklärung ist dann im Mai vom Tisch genommen worden. Und die Verhandlungsfenster sind ja auch weitgehend zugeschlagen worden, vor allen Dingen durch die russischen Annexionen neuer Gebiete. Das heißt, solange es diese Maximalpositionen gibt, solange ist natürlich eine Verhandlung dann auch schwer vorstellbar, denn die muss ja die Souveränität und Integrität und die Unabhängigkeit der Ukraine wahren. Aber die Kriegsziele können natürlich sehr unterschiedlich sein. Sprechen wir über die Linie vom 24. Februar oder sprechen wir über die Wiedereroberung der Krim? Die Krim ist mittlerweile, gilt als russisches Staatsgebiet und hat natürlich, wenn man an einen solchen Angriff denkt, einen anderen Charakter, was eskalatorische Risiken betrifft, als ein Zurückdrängen russischer Kräfte etwa im Gebiet Saporischschja und Cherson. Insofern ist diese Frage durchaus mit zu berücksichtigen. Und ich gehe davon aus, dass die Rammstein-Gruppe und insbesondere jetzt die deutsch-amerikanische Konsultation und auch später am Sonntag die deutsch-französische diese Risiken durchaus mitbewertet und dass es eigentlich nicht das Ziel sein kann, die ukrainische Armee so zu befähigen, dass sie die Russen nun über alle Grenzen treibt. Das, glaube ich, ist aber auch gar nicht realistisch. Denn so vermute ich, so ist die ukrainische Armee gar nicht aufgestellt. Da bin ich eher skeptisch. Es kommt jetzt darauf an, die ukrainische Armee so zu unterstützen,
dass sie den Krieg nicht verliert, dass sie durchhalten kann, dass sie die Unabhängigkeit wahrt der Ukraine und dann eine Verhandlungsposition erkämpft, die dann dazu führt, dass auch Russland von Maximalpositionen zurückweichen muss. Ja, und wir haben noch mal eine Russland betreffende Frage aus der Community von Sven Odenthal auf Facebook. Der fragt, weiß man denn, wie die Produktion von Waffen in Russland funktioniert? Putin hat ja die Waffenindustrie angemahnt, schneller zu produzieren. Können Sie das für uns einschätzen? Ja, es gibt zwei Dinge, die hier zu berücksichtigen sind. Das eine sind die nationalen Ressourcen, die Russland hat, und die sind erheblich. Wenn Sie mal in die jährliche Ausgabe der Military Balance des Londoner Instituts für strategische Studien schauen, dann stellt man fest, dass Russland zu Kriegsbeginn etwa 9000 Kampfpanzer und viele andere 1000 Kampffahrzeuge in Lagern hat. Und natürlich sind die nicht im besten Zustand, es sind auch nicht die neuesten Modelle. Aber sie können repariert werden, jedenfalls teilweise. Und wenn sie dann zu Hunderten oder gar Tausenden ins Gefecht geworfen, werden, dann zählt eben auch die Masse. Ich habe ja vorhin schon über das Gefecht verbundener Waffen geredet und nicht über Duellsituationen. Und diese Masse, kann eingesetzt werden. Das heißt, die Russen verfügen noch über Ressourcen. Das Zweite, was zu berücksichtigen ist, sind die Sanktionen des Westens, die dazu geführt haben, dass es für Russland weitaus schwerer geworden ist, Hightech-Geräte zu bauen, Chips zu bekommen, etc. Da muss man aber dazu sagen, dass sich diese Dinge nur langfristig auswirken werden und dass vor allen Dingen die Sanktionen löchrig sind. Wir haben ja festgestellt, dass der Westen den globalen Süden nicht überzeugen konnte, an den Sanktionen mitzumachen. Das heißt, wir haben kein geschlossenes Sanktionsregime. Und insofern wird Russland noch in der Lage sein, auch weiter zu produzieren. Das scheint im Moment zum Beispiel bei den Marschflugkörpern auch ganz deutlich der Fall zu sein. Und ich vermute auch bei der Produktion von Kampfpanzern. Ja, das heißt, die Antwort hier muss sein, die Ressourcenlage der Russen ist hoch. Sie sollte nicht unterschätzt werden. Andererseits, wenn man auf personelle Dinge schaut, wird natürlich der russische Versuch, immer mehr Reserven zu mobilisieren, auch bei der russischen Bevölkerung dann mehr und mehr zu Unmut führen, denn es kommen ja immer mehr nicht nur Verletzte und Verwundete zurück, sondern eben auch Tote in sehr hoher Anzahl. Und ich glaube nicht, dass Russland sich das endlos leisten kann, auch wenn Putin Herr der Medien ist und vieles erklären kann. Aber das wird irgendwann natürlich auch zu einem Ende kommen. Auf der anderen Seite haben wir ähnliche Probleme in der Ukraine, nicht was die Moral betrifft. Da sind die Ukrainer weitaus überlegen. Aber wenn man auf die Demografie schaut, dann ist natürlich auch die ukrainische Reservelage nicht unendlich. Also sie haben bereits ungefähr 1 Million Frauen und Männer im Einsatz. Und man merkt schon, dass weitere Reservenbildung dann eben auf Dauer schwierig werden. Ich hoffe, so schlimm das jetzt klingt, dass die Auswirkungen der Gefechte, die wir jetzt zu erwarten haben, gerade gegen Ende des Winters, dazu führen, dass irgendwo doch die Einsicht greift, dass dieser Krieg so nicht weitergeführt werden kann, dass niemand hoffen soll und vor allem die Moskau nicht hoffen soll, dass die Ukraine mangels Ressourcen zusammenbricht. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe auch der Rammstein-Gruppe, das deutlich zu machen. Ja, lassen Sie uns zum Schluss nochmal den Blick von Russland mehr auf das europäische Sicherheitsnetz werfen. Da habe ich noch zwei Fragen aus der Community für Sie. Und zwar fragt Ayosha Walling auf YouTube, kommen die Panzerlieferungen überhaupt noch rechtzeitig und wird auf Dauer nicht Manpower diesen Krieg entscheiden? Ja, also Manpower ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Ich habe vorhin schon mal über die Moral gesprochen. Die Ukrainer waren in der Lage, in kürzester Zeit ungeheuer viele Reserven unter Waffen zu bringen und in die Streitkräfte einzugliedern oder in die Unterstützungskräfte für die Streitkräfte. Man muss davon ausgehen, dass sie mittlerweile 1 Million Soldaten und Soldatinnen unter Waffen haben. Bei den Russen ist das noch nicht der Fall. Sie haben natürlich aufgestockt. Seit Januar gilt auch die weitere Aufstockung um 137.000 weitere Soldaten, die sie jetzt gewinnen wollen für die Streitkräfte. Das heißt, sie wären dann bei etwa 1,2 Millionen Mann Gesamtstärke. Davon haben sie aber nur, es geht ja hier in erster Linie um die Heereskräfte, da haben sie nur einen Teil eingesetzt bisher, also in der Ukraine. Am Anfang waren sie sogar personell unterlegen und jetzt versuchen sie das wettzumachen durch entsprechende Mobilisierungen. Trotzdem sollte man die ukrainische Stärke, auch was
Panzerkräfte und Artilleriekräfte betrifft, nicht unterschätzen. Die Ukrainer waren zu Beginn des Krieges am 24. Februar die zweitstärkste gepanzerte Armee Europas. Mit etwa 1100 Kampfpanzern waren sie fast viermal so stark wie die Aktivstärke der Bundeswehr, um einen Vergleich zu machen. Das heißt, die kämpfen nicht nur mit Soldaten und gelben Bussen. Das ist eine übertriebene Vorstellung. Allerdings haben sie hohe Verluste hinnehmen müssen. Und diese Verluste sind zunächst im sogenannten Ringtausch ausgeglichen worden, eben fast zum Teil. Wir müssen davon ausgehen, dass über 250 Kampfpanzer ja von östlichen Verbündeten an die Ukrainer geliefert worden sind, um diese Verluste wettzumachen. Das war Mittel der Wahl. Ja, das ging um T-72 Kampfpanzer, die also auch in den polnischen, tschechischen, slowakischen oder slowenischen Kräften vorhanden waren. Dieser Ringtausch, der dann ersetzt werden sollte bei unseren Verbündeten durch westliche Systeme, kommt aber allmählich an ihr Ende. Auch da sind die Ressourcen nicht endlos. Das heißt, es liegt eigentlich auf der Hand, dass man dann eben westliche Ressourcen dort direkt dann in die Ukraine leiten muss. Trotz allem, man kann sich nicht vorstellen, dass dieser Krieg, der ein gepanzerter Krieg ist, ein mechanisierter Krieg, der mit einem hohen Aufwand an Artillerie geführt wird, der mit einem hohen Aufwand, vor allen Dingen auf der russischen Seite, an Raketen und Luftangriffen geführt wird, dass dieser Krieg jetzt nur über Personal entschieden wird, auch wenn die Moral natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber die Moral ist dann irgendwann auch abhängig davon, dass man Erfolg auf dem Gefechtsfeld hat. Und auch Verluste, je höher sie werden, drücken natürlich auf die Moral. Das sollte man jetzt nicht übersehen. Das heißt, es wird nicht nur auf Menschen ankommen. Natürlich tragen die das Gefecht, das ist völlig klar. Aber es kommt eben auch auf die Ressourcen an. Sonst kann man einen Krieg nicht führen. Ja, vielen Dank, Herr Richter, dass Sie meine Fragen und die Fragen aus der Community beantwortet haben. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung. Gerne, das hat mich gefreut. Alles Gute.